so ähnlich. Ah. Du musst Enten in U-Boote reinpacken. Das macht Sinn. So, da sind wir bei Juice Wrapping Gaming News. Wir gucken uns die Woche vom 14. bis zum 20. Juli an. Und ja, immer noch Sommerloch. Ist halt einfach so. Es kommt nicht arg viel raus. Ich habe da ein bisschen was zusammengekratzt. Dienstag, den 15.07. kommt Shantae Risky's Revenge auf Steam raus. Director's Cut Edition ist die Fortsetzung zum Game Boy Color Spiel Shantae. Und ja, ist ein Plattformer, hat einige Awards abgeräumt. Sieht auch extrem cool aus. Schaut's euch mal an, falls ihr schon eine Weile keine Plattformer gespielt habt. Ansonsten gucken wir mal, vielleicht hat Indie mehr. Indie Now! Bei den Indie-Games haben wir ja auch Plattformer. Also es ist Plattformer-Tag, glaube ich. Ja, es ist Plattformer-Saison mal wieder. Das erste ist Super Lemonade Factory, das jetzt auf Steam rauskommt. Und das ist ein 2D-Plattformer in Pixel-Art-Optik. Und man spielt zwei Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten da drin und muss durch eine Limonadenfabrik kommen. Was für ein Setting ist das eigentlich? Köstliches Setting. Köstliches Setting. Das stimmt. Das Ganze kostet 5 Euro. Das zweite Release ist Super Combo Man und es ist diesmal kein Pixel-Plattformer immerhin. Das ist ein 2D-Plattformer-Brawler und das Ganze nicht in Pixel-Optik dieses Mal, sondern eher so Sticker-Optik. Also alles sieht aus, als wäre es irgendwie ein Sticker, der irgendwo aufgeklebt ist. Ist jetzt auch auf Steam raus und kostet 12 Euro. Das kostenlose Spiel dieses Mal kein Plattformer. Es ist aber auch ein 2D-Game, Local Multiplayer Only, heißt Duck Marines. Ist im Prinzip genau wie Choo Choo Rocket auf der Dreamcast damals, also 4 Spieler gleichzeitig, die dann eben in dem Fall Enten umleiten müssen und sie in U-Boote verpacken müssen. Und wer die meisten Enten in sein U-Boot packt, der hat gewonnen. Klingt vielleicht komisch, ist aber ultra viel Spaß, wenn man 4 Leute hat, mit denen man zocken kann. Das Ganze ist Cross-Plattform und kostenlos. Link ist wie immer unten. Was machen wir, glaube ich, News? Aber der ist nicht da. Goddammit. Der arbeitet für mich. Wir übernehmen die News dieses Mal. Schauen wir mal, was so passiert ist in den letzten Tagen. Sony hat angekündigt, dass es auf der PS4 wahrscheinlich ein Early Access Modell geben wird. Laut einem Interview mit Sonys Vice President of Publisher and Developer Relations, Adam Boyce, soll es dieses Modell in absehbarer Zukunft geben. Ähnlich wie schon auf Steam wird es dann möglich sein, Games zu zocken, die noch in der Entwicklung sind. Das heißt, auch den Entwicklern mit dem Geld, was ihr dann für diese Vorabversion bezahlt, für die Weiterentwicklung zu helfen. Ist wie gesagt ein ganz nettes Modell. Die einzige Gefahr ist natürlich immer für die Leute, die Early Access Titel spielen, dass sie sich den Spielspaß mit einer verpackten Version versauen. Das kann natürlich immer passieren, aber trotzdem vom Prinzip her schon was Gutes. Schauen wir mal, was daraus wird. Auf der Gamescom vom 14. bis zum 17. August dieses Jahr wird man Bloodborne spielen können. Also das neue Spiel von From Software, das nur für die PS4 rauskommen wird. Das hat Produzent Jun Yoshino jetzt im Interview mit Digital Spy bekannt gegeben. Also wenn ihr auf der Gamescom seid, solltet ihr vielleicht mal beim From-Stand oder wo auch immer sie es zeigen werden, vorbeischauen. Weil das wird bestimmt cool. Pornos und Videospiele. Das hat die Aufmerksamkeit auf jeden Fall schon mal erregt. YouPorn möchte in den E-Sport-Bereich einsteigen. Ja, das haben sie jetzt in einem Tweet gesagt. Sie haben nachgefragt in ihrer Fanbase, ob Leute LOL spielen, Dota 2 oder Hearthstone. Und ja, zielen wohl darauf ab, dann irgendwann mal wirklich ein Team zu sponsern. Ob es dann wirklich so weit kommt, dass die Leute dann im E-Sport irgendwann Team YouPorn anfeuern, schauen wir nochmal. Aber die Idee ist auf jeden Fall schon mal witzig. Gucken wir mal, was daraus wird. Dean Rocket Hall, der Designer von DayZ, hat jetzt in einem Interview erwähnt, dass sie an Fahrzeugen und Barrikaden arbeiten jetzt. Also sie haben jetzt angefangen, den ersten Code für Fahrzeuge zu schreiben. Also das Design steht jetzt auf jeden Fall schon mal. Zum genauen Design, wie die Fahrzeuge jetzt aussehen würden, gibt es noch keine Details, werden wir dann sehen. Aber zu den Barrikaden ist er ein bisschen genau geworden. Es soll so werden wie eben der Deadlinger, was gerade ein Early Access auf Steam ist, in dem man wirklich frei Bretter an Fenster nageln kann, in bestimmten Winkeln, wie man es eben für gut hält. Und wer The Deadlinger mal gezockt hat, weiß, dass dieses System extrem gut funktioniert da und extrem cool ist. Also da können wir uns auch was freuen, wenn das funktioniert. Rocket hat auch gemeint, dass die Barrikaden wahrscheinlich den größeren Einfluss aufs Spiel haben werden, weil sich das komplette Spielprinzip verändern kann, wenn man eben sein Haus verbarrikadieren kann. Schauen wir mal, was draus wird. Ich sollte auch mal wieder The Set zocken, glaube ich. Das war's jetzt aber für diese Woche und wir sehen uns nächste Woche. YouPorn möchte sich den E-Sport-Bereich sichern. Sobald es um Pornos geht, kann ich nicht mehr reden. Aber denk immer dran, je schneller du fertig bist, desto schneller kannst du brasilianische Kinder weinen sehen. Ich will es trotzdem sehen. Ich will es auch sehen. Ich will sie leiden sehen, Mann, hallo? Ja, dann mach. Das ist ein 2D-Plattformer-Slash-Slash-Brawler. Slash-Slash. Ich kann nicht jedes Mal sagen, es ist Sommerloch, aber es ist halt so. Es ist halt immer noch Sommerloch. Es ist halt immer noch Sommerloch. Es ist halt einfach so. Nehmt es jetzt hin, wie Männer. Die ist geil, der ist auch excited, dass er Blödmann kriegt. Ja, ich will, Mann. Hättest du nur Daumen, Alter, du wüsstest es. Hör auf mich abzulenken, Schildkröte. Guck mal, der blubbert vor lauter Lachen. Ich hab seit 2 Wochen so Ultra-Rückenschmerzen, Mann. Es fühlt sich ein bisschen an, wie ich in der Mitte durchgebrochen wäre. Was ist los mit deiner Rücken? Echt, keine Ahnung. Es wäre schneller aufzuzählen, was nicht mit ihm los ist.
Entweder er ist da der King oder er putzt den Boden. Keine Ahnung.